Du schon wieder! Lass es. Oh, oh. Oh mein Gott! Er kann sich nicht kontrollieren! Aber immerhin. Ach, dafür sind die Dinger gut. Toll, wird das hier auch noch so ein ganzes Jump'n'Run, oder wie? Oh, da haben wir wieder einen. Oh, das ist nicht gut. Lauf, kleines Mädchen! So. Gehen das mal nach rechts. Ah! Atemlos. Saven. Saven, saven, saven. Wir haben... gar nicht, wo ich hier bin. Ach, hier war ich schon. Okay, never mind. Schnell hier hoch, denn da geht's weiter. Eine Note. Oh Gott, die Probe wird unkontrollierbar, wenn sie aus ihrem Rahmen entfernt wird. Ich bin mir sicher, dass ihre Forschung zu nützlichen Erfindungen führen kann. Aber sie ist grenzwertig furchterregend. Einmal aus ihrem Rahmen sucht sie nach allem anderen, lebend oder nicht. Sie kann sich an es heften. Außer an uns bisher. Moment, an Tote. Oh, oh, und hier sind so viele Skelette. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich habe ein ganz böses Gefühl bei der Sache. Ein ganz, ganz böses Gefühl. Und jetzt wieder zurück. Und jetzt passiert was. Da oben ist doch was. Achso! So! Jetzt kommt wieder das Hirn. Jawohl, wir haben es fast. Los, komm. Jawoll! Haben wir! Olle Mistkröte! Aber war ein cooler Bosskampf!
Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt gehe ich einfach wieder nach links, was anderes bleibt mir nicht übrig. Und hopp! Haha! Oh, böses Gefühl, ganz böses Gefühl. Du schon wieder. Na, wie viel gibt's denn von euch? Keine Sorge. Ich habe meine Loyalität bewiesen, da ich einen meiner Zeitgenossen eliminiert habe. Seine Implantate funktionieren nicht im Wasser. Er sollte dich nicht länger belästigen, Mechanikerin. Yay, yeah, schön dich zu sehen, Royal. Ich muss mich noch einmal für die Ungehorsam meiner Untergebenen entschuldigen. Sie kennen ihren Platz nicht. Ich bin fertig mit ihnen. Robin, ich bin froh, dass du lebst. Ich sehe dich in der runden Blume, die ich nicht beschwören kann. Du bist das, was mich mein ganzes Leben vermieden hat. Eine Freiheit, die nicht erschaffen wurde, sondern natürlich ist. Eine der Geburt. Keine Verpflichtungen. Dein Leben ist reich. Ich habe bemerkt, dass du Blumen bewunderst. Wie ich es gewohnt bin zu tun. Wir teilen ein Interesse. Wir zwei können gleich sein. Und du wirst mir deine Methoden erläutern, selbstverständlich. Und ich werde deine Ideale begrüßen. Nimm mich mit dir und wir werden es schaffen, gemeinsam von diesem dunklen Ort zu fliehen. Okay. Wunderbar, wunderbar. Dann lass uns gehen. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Gut, ich hätte jetzt... Okay. Gut, ich hätte auch Nein sagen können, aber das wäre ein bisschen blöde. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, aber... Wir gehen einfach mal nach oben. Ah, ist ja gut. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Ich denke, den brauchten wir auch. Und wir haben ein Improvium. Woohoo. Ja, super. Und hier geht's nicht weiter. Na, richtig herrlich. Also müssen wir doch weiter nach oben. Ja, im Sprung werden wir auch zurückgedrängt. Ist das nicht das... Ja, stimmt, das ist das... Ding... Komm schon, mach die Luke auf. Herrgott nochmal. Ach, na also. Nee, ich möchte aber erst nochmal hier oben drauf gucken, was da ist. Achso, das ist nur, um nachher zurückzukommen. Okay, hab nothing gesagt. Nichts gesagt, nichts gesagt. Ach, du schon wieder. Dieser kalte Berg inspiriert meine kulinarischen Glückssinne. Hey, ich habe gehört, dass unser Forscher und Konstantin Hauptquartier böse Gedanken
Ablenkungen gelöscht haben. Haha! Vielleicht könnte ich mir etwas super netter Eiscreme dasselbe mit den Leuten machen. Mädel, du bist bekloppt. Okay, da geht's rein. Wir gehen mal hier rein. Aber wir haben ja auch einen Schlüssel und wir können speichern. Also ich muss sagen, dieses Spiel ist schon sehr, sehr lang. Blub, blub, blub. Ich hätte doch wieder mal die eiserne Lunge aus. Rüsten sollen. Halt erst einmal Linsen. Wo es hier hingeht. Ach so, hier geht's lang. Okay. Rechts oder links? Noch links. Ein Flammenwerfer wäre jetzt mal nicht verkehrt. Bin ich schon wieder in den dunklen... Aha. Okay, da will ich aber nicht hin. In der Dunkelheit war ich schon. Also ich krieg da, würde da einen Flammenwerfer bekommen, aber... Das halte ich doch gewissermaßen für ein Gerücht. Dann gab es noch vielleicht irgendwo anders. Ja, da ganz... Ach komm, dann gehen wir halt nochmal bei den Fledermäusen lang. So. Und ab nach rechts. Hoffentlich gibt es hier nicht irgendwann ein Unterwasser-Battle oder sowas, weil dann stehe ich richtig doof da. Zombies. Code Red Protokoll. Zerstöre jede Aufzeichnung von Betrieb und Montage. Zerstöre, entferne alte Teile der Ausrüstung für die Basisfunktion notwendig sind. Mhm. Wenn es sein Wille ist, wird die Eindämmung sofort stattfinden. In diesem Fall dank Vater dir für deine Dienst und persönlich für dich beten. Oh. Barbaren. Das ist eine schreckliche Tragödie, die ich jemals mit ansehen musste. Dieses Schiff der Göttlichkeit. Das Portal zwischen Geistern und Menschen. Du kannst sie nicht zerstören. Sollte er, der Sternenwurm selbst, denjenigen verbrennen, der das getan hat? Robin, du bist wahrscheinlich nicht dazu in der Lage, diese Katastrophe von dir zu verstehen. Das ist ein Transtender, schönste und göttlichste Objekt, blablabla. Das ist ein göttlicher Mutterleib. Einer von ihnen zerstört. Ermordung ist wie das Ermorden einer Seele. Nur die glücklichen Jungen auf dieser Welt bestehen, die Prüfung erhalten, Segen dort drin zu ruhen. Das ist ein Bad im reinsten Elfenbein. Es Monate dauert, aber dafür diejenigen stark genug sind. Wenn du nicht stark genug bist, verzerrt das Elfenbein deinen Körper und du wirst sterben. Aber deine Seele schreit über das Jenseits. Dort die Elite und den Geistern beizutreten oder diejenigen im physischen Reich bleiben, sind dazu bestimmt, die göttliche Doktrin voranzubringen, Fehler auf die Welt zu berichtigen. Manchmal
wird der nächste Anführer der Menschen, das Medium, das für die Menschen zu ihm, dem Allmächtigen, spricht, gewählt. Dies sind außergewöhnliche Menschen, die eins mit dem Elfenbein werden, vollständig, und die Macht erhalten, sogar den Planeten selbst zu kontrollieren. Das bin ich. Ich sollte die ganze Menschheit nach dem dunklen Tage, dem Mutter physische Welt verlassen hat, anführen, und meine Macht ist bereits vollständig entwickelt. Aber es gibt auch einen anderen Ausgang. Oh nein! Manche Menschen verschmelzen mit dem Elfenbein, aber werden nicht gleich einen Zweck auserwählt, da sie nicht fehlerlos fusionieren. Das ist doch Agentin Schwarz! Sie sind die göttlichen Wächter, die den Glauben der Menschen schützen, denn sie erweisen sich als stark und fast so undurchdringlich wie Mutter oder ich. Er, der Allmächtige, segnet auch die Wächter, indem er das Elfenbein in Teilen in größeren bestimmt sind, ablöst und er lässt die Person bei uns. Interessant. Sind dir gerade die Arme abgefallen? Sie sind unsere Krieger, die Hüter von Recht und Ordnung. Eieiei, schöne Geschichtsstunde. Ihr Elfenbeinblut umschließt unsere göttliche Technologie, die er uns gegeben hat, normalen Körper zurückweisen würde. Durch den Segen dieser Macht werden sie den Menschen vor Lästerern beschützen. Und ihre Göttlichkeit wird für viele Tage gefeiert werden. Denn sie werden für hunderte von Jahren leben, wie ihre Mütter und Väter. Es ist ein wundervolles Geschenk, das nur ein paar Auserwählten gegeben wird. Er geht ja voll ab da. Diese Hallen sind die von Magie und Wunder, Robin. Ist das nicht schön? Ja. Natürlich. Ich hoffe, die Knochen sind von denjenigen, die diesen Transzender zerstört haben. Interessant. Dafür brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Also ab nach rechts. Halt, Moment, hat hier nicht gerade... Ne, habe ich mich verguckt.